So, grüße ich erstmal alle zusammen. Hier nochmal meine Casino-WhatsApp-Gruppe. Hier könnt ihr mich auch persönlich ansprechen, wenn ihr Fragen habt zu dem Spielen oder wo ich spiele oder mit mir persönlich ein bisschen plaudern wollt, könnt ihr gerne hier reinschauen in dieser WhatsApp-Gruppe. Der Link wird unter dem Video gepostet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und tschüssi. So, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir gehen jetzt weiter mal ins Detail in Sachen Fat Banker. Heute nochmal eine Runde hier auf 20 Cent anzocken, die ganze Geschichte mit 30,60 €. Kosten hier die Freispiele auf 20 Cent. Der eine oder andere kennt schon. Okay, dann drehen wir mal durch. Oder drehen wir an. Wollte erst Nightfall spielen, aber habe mir gedacht, okay, die meisten sind ja von euch auch in der Form Fat Banker süchtig. Ist auch ein geiles Spiel. Gedacht, da drehst du mal das ganze Ding hier an. Ja, Spielu lief einen Tag sehr gut. Aber gestern Abend ging schon wieder so leicht bergab. Und ja, aber online läuft es weiter gut. Schauen wir mal, wie die ganze Geschichte sich hier weiterentwickelt. Aber wie gesagt, das war mit der Spielu, das war so ein paar Ausnahmen. Okay, hatte da mal einen guten Tag gehabt. Und kann man natürlich nicht verallgemeinern und dann irgendwie wieder was schön reden, was gar nicht da ist. Ist ganz klar. Ja, ich werde nach wie vor hier weiter online hier zocken. Auf jeden Fall, weil die Kohlen hier besser sind und die Spielus weniger aufsuchen. Aber ich da mal Material drehen kann, wäre es gerne natürlich für euch machen. Ich habe hier Book of Ra Fix gespielt gestern, habe da auch Freispiele bekommen, aber konnte die ganze Geschichte natürlich für euch nicht filmen, weil so ein Geier da im Hintergrund stand. Dann hat die Aussicht da auch noch dumm rumgeglotzt. Ja. Deswegen, leider kam da kein Material mehr nach, aber ich habe da noch ein paar Videos da von dem Tag zuvor. Und da werde ich auch noch einiges da mal hochladen. Aber ansonsten bleibt mein Fokus hier auf diese Geschichten hier online. Die bringen da wesentlich mehr. So. Haben wir einen Kaltstart gehabt und ja, hat sich hier ganz gut entwickelt, aber da wird er wahrscheinlich auch drin bleiben. Level 3. Und letzte Runde. Okay, ein bisschen was gemacht. Ein Gewinn gemacht hier. Das ist schon mal ganz gut. Okay. Diejenigen, die nicht genau wissen, was ich hier genau treibe, ich kaufe hier Freispiele vorab ein. Die kosten 30,60 €. Diese 30,60 € muss man natürlich von dem Gesamtgewinn, der am Ende überbleibt, abziehen. Und das, was überbleibt, ist mein eigentlicher Gewinn. Ja, so einfach ist das mal ganz kurz erklärt. Das kann man natürlich staffeln nach oben. Je mehr, also je höher man geht von den Einsätzen her, desto teurer werden natürlich die Freispiele. Und diese Summe muss man natürlich dann abziehen von dem Gesamtgewinn. Oh, ein Bombenstart hier. Ja, diese Option steht zu 90 bis 95% der Spiele zur Verfügung, dieses Einkaufen der Freispiele. Und das ist am meisten gekennzeichnet durch ein Symbol wie Stern oder Pfeil. Unten links oder unten rechts. Wenn man da drauf drückt, dann sieht man dann auch sofort, dass man die Freispiele in der Form dann vorab kaufen kann. Hat einen Vorteil, man kann sofort loslesen im Spiel und muss nicht lange warten. Hat aber auch einen Nachteil, man muss ein bisschen so aufpassen und sich unter Kontrolle halten. Wenn es mal nicht läuft, muss man dann so ein bisschen abstoppen, sagen wir mal so. Aber man könnte ja theoretisch auch sagen, okay, ich kaufe jetzt drei Spiele vorab ein. Wenn es dann nicht mehr läuft, von den Spielen her, wenn es nicht gut läuft, kann man ja sagen, okay, ich lasse mal auf normaler Basis noch weiterlaufen. Die Option hat man ja dann. Gut, hier sieht es gut aus. Oder auch nicht. Ah, die zwei, die könnte ich eigentlich noch machen für Level 4. Einer habe ich schon mal. Super. Position auch noch top. Einer noch, komm. Also die Rothaarige. Letzte Runde, komm. Ah, leider nicht. Und Bonuswagen noch? Nee. Schade. Bisschen Plus gemacht, aber nicht die Rede wert. Jetzt gehen wir gleich mal weiter in die nächste Runde rein. Und? Nee, jetzt bleibt bei den zwei. Wie gesagt, Fat Banker immer noch nach wie vor und Nightfall stärksten Spieler.
Cash, da gibt es noch Cash Quests, noch so zwei, drei andere, die ich da auch noch regelmäßig zocke. Aber spiele ich schon stark nach wie vor. Man hat zwar hier Phasen drin, auch da läuft es nicht so gut, aber dann lässt man das mal so ein, zwei Tage aus, die Option, spielt dann parallel andere Games, dann erholt sich das alles wieder ganz schnell. So, wenn ihr Fragen habt zu den Spielen im Allgemeinen, schaut gerne in meiner WhatsApp-Gruppe nach, der Link wird unter dem Video gepostet. Wenn ihr da Online-Casinos sucht, Fragen habt, seriöse Anbieter sucht und so weiter und so fort, dort könnt ihr mich in der WhatsApp-Gruppe natürlich auch ansprechen. Mich fragen, wo ich dann halt spiele oder wie auch immer. Kein Problem. So. Ja, da hat er mich ausgebremst. Level 2 Ende im Gelände. Setzen wir gleich mal nach hier. Schade, kein Multiplikator heute dabei. Machen wir die erste Runde auf Turbo. Oh, ein schwaches Ding. Jawohl. War zwar immer gut. Oma 4, jetzt sieht es ganz interessant aus. Level 2, schöner Bonus. Beziehungsweise Multiplikator. Jetzt muss er nur sehen, dass er ein bisschen hier was rein postet, dass ich auch in Level 3 hier reinrutsche. Aber das wird, glaube ich, ein ganz enges Ding hier. Na, ist das ekelhaft, ey. Komm, das wird jetzt knapp. Aber das wird er wahrscheinlich nicht mehr machen. Tja. Da ist auf dem Multiplikator nichts mehr. Ende. Jetzt kann man nur auf den Bonuswagen hoffen. Und? Nee. Ja, es gibt so Tage, da sieht man den Bonuswagen zwei, dreimal oder auch viermal oder öfters. Und an manchen Tagen sieht man den gar nicht. Auch irgendwie ein bisschen eigenartig. Und 5. Jawohl. Super Vorlauf natürlich. Das Ding kostet normalerweise mit dem 5-6 über 130 Euro, wenn man die kaufen würde. Damit kann man natürlich auch starten. Aber da seid natürlich vorsichtig mit. Mit solchen Dingen. Ihr seht jetzt auch, der Vorteil macht sich nicht unbedingt bemerkbar. Weil jetzt sind die ganzen 5 Säcke dann, wenn auf einmal nichts mehr gepostet wird. Ne? Wie man jetzt gerade sieht hier, das ist schon ein bisschen schwach. Ein noch. Oh, da hat er es auch noch gemacht. Super. Aber jetzt bin ich natürlich rechts in der Ecke. Ja, und da werde ich natürlich keine Gewinne bekommen. Ah, da kommt er, jetzt geht er nach links. Super. 2 Säcke noch, komm. Du musst ja noch einknipsen für Level 4. Nee.
Das war's, da verkümmert er. Letzte Runde. Ja, und Arschkarte. Schwacher Lauf. Ihr seht selber, 5 Säcke ist keine Garantie für hohe Gewinne. 122,40 Euro kostet übrigens die ganze Geschichte da unten nochmal. Der eine oder andere wird wahrscheinlich schon schmerzhafte Erfahrungen gemacht haben. Ich auch selber, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber ich muss dabei sagen, ich habe es nicht dauerhaft ausprobiert. Ich weiß jetzt nicht, wie sich das Kräfteverhältnis so auswirkt, wenn man es jetzt 10-mal hintereinander machen würde. Aber muss ich jetzt überlegen, 10-mal 120 Euro, ne? Die Summe muss ich natürlich erstmal rauskriegen und beziehungsweise wieder eindrehen. Na, die 120,40 Euro oder das gerade war, die muss ich natürlich abziehen von dem Gesamtgewinn. Da ist immer noch die Frage, kriegt man so eine hohe Summe auf 20 Cent? Das weiß man natürlich nicht, geschweige denn in höheren Einsatzregionen. Deswegen immer vorsichtig sein bei solchen Sachen. Meine Erfahrungswerte in Sachen erweiterte Spins kaufen, Anzahl erweitert oder erweiterte Symbole hat sich für mich bisher noch nicht unbedingt rentiert. Sagen wir mal so. Also ein Sack da unten. Okay. Da Gas. Dazu. Schöner Vorlauf. Oh, also das ist natürlich nach meinem Geschmack, aber leider ohne Multiplikator, aber trotzdem immer noch lecker. Der Rothaarring. Und das geht weiter. Und der Dicke muss da ganz schnell mal aus der Ecke raus. Da ist das ekelhaft, ey. Na komm, mach mal 2 noch. Jetzt ist vorbei. Schade. Ein bisschen mehr erhofft, aber trotzdem, die Runde war noch ganz gut. Ja. Da gestern, wo wir dann im Spielo praktisch waren, war auch tote Hose. Also lief ein Gast rum, wird da, weiß ich nicht, 5 Geräte bedient irgendwie, immer in Abwechslung. Natürlich auch nichts auf dem Tacho gehabt. Aber mich so gewundert, Wochenende, große Spielhalle, doppelte Konzession und war recht leer. Aber davor die Tage, muss man sagen, waren die Buden richtig voll. Oh, mal 4, komm. Gut, 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 gut. So, du kannst auch schön da oben bleiben, Dickerchen. Da dreht er da oben rechts. Jetzt ist Scheiße. Ganz große Scheiße da rechts. Und dringend eine Verlängerung. Und. Schade. Oh, Bonuswagen. Und. Jawohl, ein Level weiter. So, das ist immer die Spannung, ihr seht, bis zur letzten Sekunde durch den Bonus fahren. Das gibt es in keinem anderen Spiel, obwohl die Position immer noch scheiße ist. Zu weit nach rechts, aber naja. Ihr seht selber, jetzt wenn eine Position nur nach links gerutscht wäre. Okay, jetzt hat er den Mops noch gemacht, mitgenommen. Schade, hätte mehr passieren können. Ja gut, machen wir gleich nochmal rein. Und ein, zwei Runden. Jawohl, kommt 5 nochmal. Oh, schön. Trotzdem mal 3, 4. Macht er auch selten. Machen wir auch mal angenehme Rutsche hier.
Super. Obwohl man so sagen kann, generell in der zweiten Runde passiert auch nicht so unbedingt viel. Aber hier mal drei. Sie seht jetzt selber auch schon so kleine Kombis hier in Verbindung mit der Rothaarigen und mit dem Multiplikator. Gibt natürlich richtig Moneten schon drauf. Weil die Alte ja noch nicht mal voll angerechnet hat, rechts. Ja, es geht dann natürlich ganz rüber, ist immer tödlich im Spiel. Und ab nach links wieder schön. Und das wird jetzt, könnte vielleicht doch noch ein bisschen Moneten draufkommen hier. Ja. Schöner Lauf immer noch nach wie vor. Das kriegst du aber nichts mehr an. Ne, ich glaube, der verendet da, die Runde 3. Aber gewinnt er trotzdem noch, okay. Ah, schade. Ah, ich liebe dieses Spiel, das ist einfach nur geil. Das ist absolut ein Ticken geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, warte, ist die Rothaarige wieder auch noch kombiniert in Schräg. Schön. Also mal ein Leckerchen hier zum Abgang. So, da wird er wahrscheinlich verrecken in Runde 3, aber egal. Summe ist top. Dann haben wir Infinito. Und letzte Runde. Jawohl. Jetzt habe ich noch die Option da mit dem Bonuswagen. Dann gibt es noch Magnete oben drauf, wenn der kommt. Aber glaube ich nicht. Nee. Er hat Kasse gemacht. Gucken wir mal, was dabei rumkam. Allgemein. Ist alles schleppend angefangen, aber im Grunde genommen hat er sich noch ein bisschen regeneriert. Ja, ist ein schönes Sümmchen. Also 30,60 Euro abziehen. Von 164 Euro. Und toller Gewinn noch, bin da gut noch rausmarschiert. Ich wünsche euch einen schönen Abend, Leute. Ich wünsche euch vor allen Dingen viel Glück selber beim Zocken. Und was noch viel wichtiger ist natürlich, bleibt gesund und passt auf eure Knete auf. Wir sehen uns in alter Frische und bleibt schön sauber unten rum, Leute. Ciao.